Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von 163 Grad. Ja, wer sagt denn, dass Elektromobilität immer vier Räder haben muss? Es können auch zwei sein. Und deshalb fahre ich heute für euch die neue E-Schwalbe zur Probe. Viel Spaß beim Zuschauen. I just got one thing on my mind. Baby, one day I'm hoping that you will be mine. Turn my life around. Mein Name ist Oliver Krüger, ich betreibe den Kanal 163 Grad und teste seit 2014 für euch Elektroautos verschiedener Hersteller, fahre die Probe, berichte euch zu neuen Trends der Elektromobilität. Diejenigen unter euch, die meinen Kanal regelmäßig verfolgen, die kennen diese Kulisse, diese Szenerie. Hier habe ich schon sehr viele Autos gefilmt für euch und die Intros für die Videos gemacht. Das ist nicht weit weg in Hamburg-Marmsdorf im Appelbüttler Tal. Eine Kulisse, ich finde das ganz schön mit den Hügeln obendrauf. Die Kühe, die kommen dann immer mal an, wenn ich mit einem Auto hier bin. Manchmal kommen sie an den Zaun und gucken sich das an. Aber heute bleiben sie da oben sitzen auf ihrem Hügel. Ist entweder nicht die richtige Zeit oder das, was ich mitgebracht habe, ist nicht interessant für sie. Das ist die neue E-Schwalbe, die es seit 2017 in Deutschland zu kaufen gibt. In der Version L1E, das heißt, oder als Leichtkraftrad L1E, das heißt 45 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit mit einem Versicherungskennzeichen zu fahren und vor allen Dingen ganz wichtig mit einem Pkw-Führerschein, denn ich habe keinen Motorradführerschein. Das ist also das, was ich hier fahren kann. Ja, die Elektroschwalbe ist eine Neuinterpretation der klassischen Schwalbe aus der DDR. Hergestellt damals von Simpson, eine Fabrik in Thüringen, die von 1964 bis 1986 über 1 Million Schwalben hergestellt hat. Die haben Leichtkrafträder produziert, die alle Vogelnamen hatten. Es gab also einen Spatz, einen Star, einen Habicht, einen Sperber und eben auch eine Schwalbe. Dieses Leichtkraftrad Schwalbe hat bis heute eine Besonderheit. Es hat eine Ausnahmegenehmigung und darf als Mokik 60 Stundenkilometer fahren statt 50. Nicht diese hier, sondern die alten Schwalben. Und deshalb sind die heute gesuchte Raritäten. Eine echte, originale Schwalbe aus der DDR-Zeit mit dieser Ausnahmegenehmigung 60 km/h ist heute wieder sehr gefragt und die Preise sind wieder oben. Zwischenzeitlich nach der Wende waren die Preise ganz unten, wie für viele Ostprodukte, die dann plötzlich nach der Wende keiner mehr haben wollte, als es ja die freie Auswahl gab. Und so hat auch die Firma Simpson diese Phase nicht überlebt, ist dann ja in Konkurs gegangen und ist heute quasi nicht mehr existent. Es gibt einen Lizenzhalter und von dem hat die Firma Govex, die sitzt in München, das Recht gekauft, so ein Design zu bauen und dieses Schwalbe-Design hier neu zu interpretieren. Und ich finde, das ist ganz gut gelungen, denn das ist eine tolle Kombination aus diesem Retro-Design, aber die Technik, die hier drunter steckt, ist komplett neu und hat natürlich mit der alten Schwalbe überhaupt nichts mehr zu tun. Insgesamt das erste auffällige Merkmal und Unterschied zur alten Schwalbe, die neue ist aus Kunststoff. Das ist alles Plastik. Das ist natürlich hier drunter ein Metallgestell, in dem das alles verbaut ist. Aber die gesamte Oberfläche, alles was ihr hier in diesem Gelb seht, ist Kunststoff. Das ist dem Gewicht geschuldet. Der Roller wiegt auch so schon 140 Kilo, was eine ganze Menge ist für so einen Roller. Wenn man da jetzt noch ein Blechkleid dran gemacht hätte, dann wäre es natürlich noch schwieriger. Außerdem ist das servicefreundlich. Das ist alles geschraubt. Das kann man dann abschrauben und tauschen oder wie auch immer. Ja, und was die Münchner richtig gut geschafft haben, ist, dass sie das
alte Retro-Design der Schwalbe in die neue Zeit hineingebracht haben. Großer Unterschied sieht man hier nicht, aber merkt ihr dann gleich beim Fahren, dass die neue E-Schwalbe ein Elektrofahrzeug ist. Das heißt, sie fährt elektrisch und nicht mehr mit dem Zweitaktmotor und damit auch abgasfrei, lokal abgasfrei in der Stadt. Ganz großer Fortschritt. Der zweite Punkt, alles an dem Fahrzeug ist neu. Das heißt, wir haben eine LED-Beleuchtung zum Beispiel vorne und hinten die Blinker. Das ist alles LED-Technik und damit ist es natürlich sehr hell und auch gerade tagsüber sehr, sehr gut zu sehen. Statt einem Analog-Tacho gibt es hier ein zentrales LCD-Display, was mir den Fahrzustand anzeigt, die Reichweite und die Geschwindigkeit. Das auch ganz gut abzulesen ist, selbst bei Sonnenlicht. Das Display erinnert so ein bisschen an diese E-Book-Reader. Ist also kein LCD-Farbdisplay, sondern ein monochrones Display, dafür aber in der Sonne auch gut zu lesen. Von den Bedienelementen, da der Roller ja keine Gangschaltung hat, habe ich hier keinen Kupplungshebel, sondern ich habe zwei Bremshebel. Ich habe eine Vorder- und eine Hinterradbremse. Beide Bremshebel sind miteinander gekoppelt. Das heißt, wenn ich den einen ziehe, ich kann sie nicht ganz ziehen. Also ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Man merkt, wenn ich den einen ziehe, dass sich auch bei dem anderen Hebel was zieht. Praktisch gehen die so ein bisschen hin und her. Und damit wird verhindert, dass ich eine der beiden Bremsen zu stark ziehe, sodass das Vorderrad vielleicht blockiert und ich vorne überfalle oder das Hinterrad blockiert und ich wegrutsche. Das ist so ein bisschen ein kleiner Sicherheitsmechanismus, hat mir als Motorradleihe sehr gut gefallen. Dieser Roller hat auch ein ABS-System. Ja, richtig, für die E-Schwalbe kann man ein ABS-System ordern. Mein Testroller hier hat das. Ich habe es bis jetzt noch nicht gebraucht, zum Glück. Und will es auch in dem Sinne, will nicht den Roller so an die Grenze bringen, dass ich das ausprobieren möchte. Was noch zu sagen gibt, dass der Roller auch sehr hervorragend sich zu zweit eignet. Die Sitzbank ist lang genug, die Trittbretter hier sind lang genug, sodass der Sozius da auch prima seine Füße lassen kann. Ja, und wo wir beim Design sind, was sie toll gemacht haben, der Gepäckträger ist wieder da, der stammt auch von der Urschwalbe und hier hinten der Schriftzug Schwalbe ist auch wieder da. Alles Elemente, die von der Originalschwalbe stammen. Das haben sie wirklich gut gemacht, dass sie das Konzept und auch das Design in die Neuzeit transportiert haben. Das finde ich, ist gut gelungen. Ja, zu den Pros, was mir gut gefallen hat, ist, ich zeige es euch mal, zum einen die Räder. Die Schwalbe hat 16 Zoll Räder und da muss ich ehrlich sagen, die meisten Roller haben relativ kleine, kompakte Räder, mit denen du als ungeübter Motorradfahrer auch relativ schnell dich hinpackst, finde ich jedenfalls, gerade wenn es etwas feuchter wird. Das hier sind 16 Zoll Räder, also richtig große Motorradräder. Dann haben wir zwei richtig fette Scheibenbremsen vorn und hinten, die richtig zupacken, wie gesagt, also das Thema Sicherheit. Die gut sichtbaren Beleuchtungsanlage, Blinker, das ist alles richtig gut erkennbar. Da fühle ich mich eigentlich ganz gut aufgehoben. Was mir nicht so sehr gefallen hat oder nicht so sehr gefällt, ist der Stauraum an diesem Roller. Ich mache euch das mal auf hier. Hier ist ein Stauraum drunter versteckt, der offiziell 5 Liter Volumen hat. Ich frage mich so ein bisschen, wo die 5 Liter sein sollen. Für mich stellt sich das ein bisschen kleiner dar als 5, aber es mögen auch 5 sein. Hier kannst du vielleicht eine Kleinigkeit unterbringen. Auf jeden Fall ist hier schon mal das Ladekabel drin. Du kannst eine Kleinigkeit hier reintun und dann ist das Ding eigentlich voll. Dein Helm oder ein Rucksack oder die Tasche kannst du gar nicht unterbringen. Und der Gepäckträger ist für einen Rucksack auch schwierig, würde ich mal sagen. Man hat den hinten überhaupt nicht im Blick oder kann das fühlen während der Fahrt, sodass man eigentlich gar nicht weiß, ob der Rucksack noch da ist. Fühle ich mich ein bisschen unsicher mit, da hinten einen Rucksack mit Laptop oder ähnliches zum Beispiel drauf festzuschneiden. Der Fahreindruck von dem Roller hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mich sicher gefühlt auf diesem Motorrad oder Leichtkraftrad durch die großen Räder, die guten Bremsen. Das hat mir alles sehr gut gefallen. Was ich ferner nicht so gut finde, ist die Tatsache, dass dieser Blinkerschalter immer in die Mitte springt. Ich weiß nicht, ob das bei allen Motorrädern so ist. Ich hätte mir so einen Schalter gewünscht wie der hier fürs Fernlicht, der in seiner Blinkposition quasi einrastet. Mir ist das häufig passiert, dass ich den Schalter, nachdem ich geblinkt habe, wieder in die Mitte schieben wollte und dann bin ich gleich rüber auf rechts blinken gegangen oder so. Ich habe ein paar Mal hin und her, bis ich dann wieder den Blinker aus hatte. Das mag eine Gewöhnung sein. Ich finde, dass man da einen besseren Schalter hätte verbauen können.
der mir das einfacher macht, ohne hinzugucken, einfach durch Fühlen zu erkennen, habe ich jetzt links oder rechts geblinkt. Da zeigst du mir auch an im Display, aber da guckst du nicht immer drauf. Dann gibt es für diesen Roller tatsächlich eine App. Das Fahrzeug hat einen Bosch-Motor und zu diesem Bosch-Motor gibt es eine App, mit der man hier Dinge einsehen kann und verwalten kann. Diese App gibt es leider nur für Android und nicht für Apple iPhone. Schade, aber im Grunde genommen brauchst du hierfür auch die App nicht, würde ich mal sagen. Ich habe sie jedenfalls nicht vermisst. Was der Roller hat, er hat in dem Helmfach eine USB-Buchse, um sein Handy während der Fahrt aufzuladen. Das ist ganz süß, aber ansonsten habe ich hier nichts vermisst. Ja, Stichwort Aufladen, Stichwort Akku. Für die E-Schwalbe kann man zwei Akkukonfigurationen ordern, entweder nur mit einem Akku, dann wird die Reichweite mit 50 Kilometern angegeben, oder man ordert einen zweiten Akku dazu, dann steigt die Reichweite, verdoppelt sich auf 100 Kilometer, bis zu 100 Kilometer Reichweite. In der Praxis würde ich mal sagen, hängt das davon ab, wie man fährt. Wenn man die höheren Fahrmodis Boost oder Cruise benutzt, dann sinkt die Reichweite, dann sind es vielleicht nur 80 Kilometer, die man damit schafft, oder 70. Das muss man dann sehen. Dieser Testroller hier hat zwei Akkus drin. Ich glaube, für den innerstädtischen Verkehr, für ein bisschen sich bewegen, sind vielleicht, wenn man den als privaten Roller betreibt, nicht unbedingt zwei Akkus notwendig. Da würde die Variante mit einem Akku wahrscheinlich reichen. Das Aufladen der Akkus dauert 5 Stunden und der Stecker ist hier unter der Sitzbank mit einem 5 Meter langen Ladekabel. Leider kann man die Akkus nicht aus diesem Roller herausnehmen, sodass man sie mit in die Wohnung nehmen könnte. Wer also zum Beispiel in einem Mehrfamilienhaus wohnt, wird diesen Roller an der Straße an die Ladesäule stellen müssen und dort aufladen müssen. Er kann die Akkus nicht in der Wohnung aufladen. Das ist ein bisschen schade, aber es ist wahrscheinlich irgendwie der Bauart geschuldet dieses Rollers, dass man die Akkus hier nicht rausziehen kann. Aber das wäre natürlich die Krönung, wenn man die noch extern laden oder vielleicht sogar tauschen könnte, dass man die Akkus einfach swappt und dann wieder fahren kann und die Akkus in der Wohnung in Ruhe laden. Das wäre noch mal eine Idee. Wenn man den Roller dann mit zwei Akkus ordert, so wie diesen hier, dann hat man hier auch schon ein ziemlich hohes Kampfgewicht am Start. 140 Kilo rund wiegt dieser Roller, 135, 140 Kilo. Und das merkt man, wenn man den Roller zum Beispiel auf den Ständer stellen will oder schiebt. Das erfordert hier richtig Kraft. Glücklicherweise, was das Schieben angeht, hat die E-Schwalbe auch einen Schiebemodus, der mich elektrisch unterstützt. Den kann ich im Menü anwählen, der heißt Crawl und der geht vorwärts und rückwärts. Das heißt, die E-Schwalbe hat sogar einen Rückwärtsgang quasi. Wenn ich also in der Garage rangieren möchte oder ähnliches, dann mache ich die E-Schwalbe an, mache diesen Fahrmodus rein, Crawl, entweder vorwärts oder rückwärts. Und wenn ich dann am Gashahn drehe, dann komme ich maximal mit einer Geschwindigkeit voran, als wenn ich den Roller schieben würde, und sogar rückwärts. Also dieses Rangieren, da hilft er mir, sofern da noch Saft im Akku ist, ist das ganz gut. Brauche ich auch bei 140 Kilo. Zu den Ständern. Wenn man den Roller auf den Ständer stellen will, der steht jetzt auf seinem Hauptständer, dann merkt man die 140 Kilo natürlich. Es gibt noch einen Seitenständer, der ist ein bisschen charmanter, dann steht der Roller schräg und dann muss man ihn nicht hochwuchten. Ich finde die 140 Kilo auf dem Ständer schon eine ganze Menge. Mit der Kategorie L1E darf man mit einem Versicherungskennzeichen 45 Stundenkilometer schnell in der Stadt unterwegs sein, mit diesem Teil hier. Das denkt man auch, dass das eigentlich reichen sollte. Zumindest im morgendlichen Berufsverkehr sind die 45 km/h kein Problem, denn die Autos sind auch nicht wirklich viel schneller. Man kommt genauso schnell durch und an der Ampel ist man mit der elektrischen Beschleunigung hier sowieso relativ weit vorne dabei, wenn nicht sogar schneller als die meisten Autos. Der Roller hier hat 3 Fahrstufen, Go, Cruise und Boost. Go ist so die lässige Variante, mit der ich auch die maximale Reichweite erreichen kann. Cruise ist eigentlich das, was man für den Alltag in der Stadt so braucht. Da ist man sehr, sehr flott unterwegs. Man ist nicht schneller in der Endgeschwindigkeit, aber die Beschleunigung dahin ist schneller. Und Boost ist dann, wenn man es wirklich mal jemandem zeigen will, das geht schon ziemlich zackig zur Sache. Da ist man sehr schnell und wundert sich, wenn man an der grünen Ampel losfährt, dass die Autos hinter einem dann immer kleiner werden. Trotzdem, 45 Stundenkilometer sind meiner Meinung nach ein Tick zu wenig.
wenig. Wenn die Straßen etwas leerer werden, wollen die Autos auch schneller fahren. 50 darf man ja und die meisten wollen in der Stadt so 55 bis 60 fahren. Und deshalb ist man mit 45 da ein bisschen freiwild und doch ein kleiner Störfaktor. Ich habe das mehrfach selber erlebt, dass die Autos mich dann auch vor einer roten Ampel noch mal überholt haben, weil sie unbedingt an mir vorbei wollten. Das finde ich nicht ganz so witzig und auch nicht ganz ungefährlich. Also im innerstädtischen Bereich, wo es wirklich knuffig und eng zugeht, alles gut. Hier am Stadtrand, wo wir uns befinden, bisschen grenzwertig mit den 45, wäre mir ein Tick zu wenig, ehrlich gesagt. Aber das ist kein Thema für die E-Schwalbe, sondern das ist ein juristisches Thema. Das hat man in Europa einfach festgelegt, dass diese Kategorie nur 45 Stundenkilometer schnell sein darf. So ein Roller in der Garage verführt natürlich dazu, wenn man kleinere Fahrten in der Stadt machen will, dass man da schnell mal so raufjumpt. Ich bin heute auch relativ, leicht mit Hemd und Pullover bekleidet. Ich habe nicht mal eine Jacke an. Das ist verführerisch, aber auch nicht ganz ungefährlich. Natürlich trägt man auf diesem Teil hier einen Helm. Das ist Pflicht, klar, aber ich möchte mir nicht ausmalen, was passiert, wenn man hier bei 45 von dem Ofen runterfällt und man hat nur ein T-Shirt und eine kurze Hose an und Flipflops, so wie ich das relativ häufig in der Stadt sehe. Also richtige Bekleidung ist wichtig. Eine stabile Jacke sollte man haben, vielleicht ein paar Handschuhe und eine feste Hose. Ja, dann bleibt am Ende nur eins, der Preis. Was kostet eine Elektroschwalbe, wenn man sie denn kaufen möchte? Nun, der Grundpreis für eine E-Schwalbe liegt bei 5.590 Euro. Ich habe extra einen Zettel rausgeholt, damit ich nichts verkehrt sage. 5.590 Euro kostet eine Schwalbe, eine Elektroschwalbe als Grundpreis. Das ist schon eine Menge Geld, muss man ehrlich sagen. Man kann dann, und darin liegt der Reiz, die E-Schwalbe aber noch ein bisschen personalisieren, konfigurieren. MySchwalbe heißt es. Das heißt, man kann es zu seiner persönlichen Schwalbe machen. Da gibt es erstmal fünf verschiedene Farben, die man auswählen kann. Das hier ist Rapsgelb, eine richtig schicke, sehr auffällige Farbe, die natürlich auch wieder Aufpreis kostet. Es gibt drei verschiedene Sitzbänke. Mein Testroller hat die Sitzbank in Grau mit dieser Steppnaht oben. Es gibt zwei Ständer. Ab Werk hat die E-Schwalbe so einen kleinen Seitenständer, mit dem sie etwas schräg steht. Und man kann noch einen Hauptständer dazu bekommen, mit dem man sie richtig aufbocken kann. Es gibt zwei Geschwindigkeiten. Das ist die kleinere E-Schwalbe, die eben nur 45 fährt. Es gibt noch eine große, die dann 90 fährt. Für die braucht man dann schon einen Motorradführerschein. Den habe ich nicht, also fahre ich diese hier. Und es gibt zwei Akkugrößen. Man kann sie mit einem Akku oder mit zwei Akkus kaufen. Und obendrein als letztes Extra gibt es noch das Thema ABS. Hat mein Testroller auch, ein Antiblockiersystem. Macht die Fahrt mit dem Roller sehr, sehr sicher. Ich wollte den Roller jetzt nicht an die Grenze bringen, dass das ABS hier anschlägt. Das habe ich mich nicht getraut. Insofern habe ich das nicht ausprobiert. Aber ich habe in den Papieren gesehen, dass der Roller das hat. Wenn ich das so ausstatte, das heißt in einer aufpreispflichtigen Farbe, mit einer aufpreispflichtigen anderen Sitzbank, mit dem zusätzlichen Seitenständer als L1-Variante 45 Stundenkilometer, mit dem zweiten Akku und mit ABS, so wie der Roller hier steht, liegt er bei 7.230 Euro. Das ist schon eine ganze Menge Geld für einen Elektroroller. Dafür bekomme ich ein, ich würde sagen, sehr, sehr gut verarbeitetes Gerät. Der macht wirklich Spaß, der ist gut verarbeitet. Mit den großen Rädern unterscheidet er sich, wie ich finde, sehr stark von den vielen anderen Rollern mit den vielen kleinen Rädern. Es ist auf jeden Fall ein Hingucker. Ich bin in der einen Woche mit diesem Roller mehrfach angesprochen worden. Hey, ist das der Elektroroller? Ist das die Schwalbe? Also es scheint auch irgendwie ein bekanntes Teil zu sein. Es wird geguckt. Es ist sehr auffällig, das Teil. Liegt vielleicht auch an dieser rapsgelben Farbe. Mir hat die E-Schwalbe sehr gut gefallen. Preis-Leistungs-Verhältnis muss jeder für sich selber bewerten. Ich habe mich darauf jederzeit sehr sicher gefühlt und es war ein sehr, sehr angenehmes Fahren. Und insofern gebe ich diesen Roller morgen mit gutem Gewissen wieder an Govex zurück. Vielen Dank für den Test, dass ihr mir den zur Verfügung gestellt habt. Und euch danke ich fürs Zuschauen und bleibt dran, abonniert den Kanal. Eure Kommentare beantworte ich gerne zu diesem Video. Schreibt mir hier unten drunter und wir sehen uns im nächsten Video.